Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Heute stelle ich euch schon mal einen sauguten und sehr günstigen Bluetooth-Kopfhörer vor. Und wo es den zu kaufen gibt, das zeige ich euch jetzt erstmal. Den August EP640 Bluetooth-Kopfhörer kann man auf Amazon für 34,99 Euro kostenlos bestellen. Es gibt diesen einmal in der Farbe Rot, in der Farbe Schwarz und dann noch in Weiß. Das hier ist der AUS EP650, der kostet gut 10 Euro mehr. Und der Unterschied zum 640er Modell könnt ihr dann in der Produktbeschreibung nachlesen, hauptsächlich bei den Spezifikationen. Den Link zum Produkt pause ich dann wie immer im Textfeld unter dem Video. Einfach draufklicken, werdet ihr direkt auf Amazon weitergeleitet. Sollte dieser mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. So wird der Kopfhörer geliefert und diesen werde ich jetzt mal auspacken. Und diese Sachen waren in der Verpackung gewesen. Die Bedienungsanleitung, Klinke auf Klinkekabel, USB-Kabel und der Kopfhörer selber. Die drei Sachen dann nochmal extra in Plastik verpackt. Ich zeige mal ganz kurz die mehrsprachige Bedienungsanleitung. Hier kriegt man jetzt zum Beispiel die Hauptmerkmale des Kopfhörers erklärt. Dort die Funktion der einzelnen Tasten und dann halt, wie man diesen bedient. Aber dafür drehe ich ja jetzt gerade das Video. Wofür die beiden Kabel genutzt werden können, erkläre ich später noch. Kommen wir mal zu dem Kopfhörer. Ihr seht schon, der lässt sich zusammenklappen. Hat den Vorteil, lässt sich leichter transportieren und auch noch prima verstauen. Klappen wir diesen mal auf. Das geht ganz einfach. Und ihr seht schon, der ist recht stabil, also der klappt sich nicht einfach wieder zusammen. Dann müsst ihr hier so ein bisschen Druck ausüben drauf und dann könnt ihr den ganz einfach wieder zusammenklappen. Jetzt will ich einmal die Scharniere zeigen. Die sind nicht geklebt, die sind geschraubt. Das seht ihr ja schön anhand den vier Schrauben. Und hier seht ihr gebürstetes Aluminium, also absolut kein billiger Kopfhörer, was die Verarbeitung angeht. Und das hat mir dann wieder sehr gut gefallen. Ihr seht auch eine Links- bzw. dann hier Rechts-Kennzeichnung. Man kann ihn auch in der Größe verstellen. Da müsst ihr einfach mal hier so dran ziehen und hört ihr schon, das klackt immer so ein bisschen. Also die Verstellung rastet dann ziemlich genau ein. Und hier auch wieder die Verarbeitung sehr, sehr gut. Der Kopfhörer ist wirklich sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Das hier ist jetzt die linke Seite. Dann haben wir hier die Ohrpolster, die sind sehr angenehm weich gepolstert. Lassen sich aber nicht abnehmen. Hier seht ihr schon, da kann man die Klebereste sehen. Ja, das hier ist die Polsterung für den Kopf. Auch wieder sehr, sehr hochwertig. Auch hier wieder verschraubt. Kennzeichnung links, rechts ist vorhanden. Auf der linken Seite hätten wir einmal den Eingang für das Klinkekabel. Ist der Akku zum Beispiel leer, könnt ihr hier dieses Kabel anschließen und mit dem Kopfhörereingang vom Smartphone und könnt dann weiter Musik hören. Auf der rechten Seite haben wir hier unten einmal den USB-Eingang, dann ist hier das Mikrofon. Es gibt noch eine Status-LED und Lautstärke lauter, Lautstärke leiser, Lied vor, Lied zurück, Play, Pause, Telefonat annehmen, Telefonat auflegen. Laden kann man einmal, wenn man das mitgelieferte Kabel mit dem USB-Anschluss des PCs verbindet. Oder ihr ladet den Kopfhörer über ein externes USB-Ladegerät auf. Ist dieser einmal komplett aufgeladen, könnt ihr ca. 8 Stunden damit Musik hören. Die Kopplung zwischen Kopfhörer und Smartphone ist recht einfach. Ihr schaltet diesen einfach mal an. Dazu drückt ihr hier auf den An-Aus-Schalter und haltet den gedrückt. Und gleich wird es blau und danach rot blinken, also abwechselnd. Jetzt ist er in diesem Suchmodus drin. Dann geht man auf die Suche bei seinem Smartphone. Ich scroll mal gerade runter. So, und hier hat er den Kopfhörer jetzt schon gefunden. Jetzt klickt man hier drauf und dann steht da Kopplung. So, jetzt müssen wir mal hier gucken, wo er ist. Ja, und
Dort wird er dann angezeigt. Ja, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir noch die schwarze Version besorgt. Das wäre diese hier. Sieht genauso aus wie die rote, halt nur farblich dann anders sah. Wobei die in Rot dann doch mein Favorit ist. So, ich habe mal ein GEMA-freies Lied reingemacht. Jetzt stellen wir den mal lauter. Kann man einmal durchdrücken auf Plus dann machen. Oder ihr haltet Plus gedrückt. Und wenn das dann so piept, dann geht es nicht mehr lauter bzw. leiser. Wollt ihr jetzt ein Lied vor? Drückt einfach mal hier drauf. Dann kommt er zum nächsten Lied. Beziehungsweise man kann das dann auch wieder zurückspringen. Ihr kommt dann anfangen oder ihr müsst einmal drücken und dann nochmal schnell hinterher. Und dann kommt er wieder zu dem Lied davor. Jetzt rufe ich mich mal auf dem Smartphone an. Jetzt pausiert gleich das Lied, wenn der Anruf reinkommt. Habt ihr gehört? Hat aufgehört. Smartphone sagt, hier ist ein Anruf. Und wenn ihr jetzt Musik am Hören gewesen seid, könnt ihr mittels Drücken dieser Taste hier das Gespräch annehmen. Und wenn ich jetzt mal lauter spreche, hört er das jetzt über die Kopfhörer. Und wenn ich jetzt wieder auflege, wird die Musik weitergespielt. Ja, man kann auch mittels des Klinke-auf-Klinke-Kabels dann halt Musik hören, falls der Akku mal leer sein sollte. Ganz einfach, einmal hier reingesteckt und dann in den Kopfhörer. Und dann könnt ihr über diesen dann die Musik mittels des Kabels hören. Das war auch noch ein Reichweitentest. So, jetzt sind es gut 5 Meter. Dicke Mauer jetzt hier, jetzt gehen wir ums Eck. Ja, und da kriegt er schon leicht Probleme. Ja, es liegt an der Mauer. Also durch die Mauer kommt er nicht so durch. Aber wenn er so auf gerader Strecke mit dem Smartphone per Bluetooth verbunden ist, dann ist es eigentlich okay. So, jetzt ziehe ich den Kopfhörer mal auf. Das Schöne ist, der drückt überhaupt nicht. Der ist prima gepolstert, also sehr angenehm zu tragen. Des Weiteren kann man den schnell verstellen. Also auch für Leute, die einen größeren Kopf oder einen quadratischen haben. Und die Ohrmuscheln sind schön groß. Da passen sogar prima meine Dumbo-Ohren rein. So, jetzt mache ich mal ein Lied für euch an. Und dann hört ihr mal, wie sich das aus einer Entfernung von ca. 1 Meter, da also wo jetzt die Kamera steht, dann anhört. Lied ist volle Pulle laut. Also so laut hört man das gar nicht, wenn der Kopfhörer ganz auf laut gestellt ist. So, jetzt habe ich euch die beiden Kopfhörer auch mal vorgestellt. Also ich finde die richtig klasse. Erstmal sind die saugut verarbeitet, da gibt es gar nichts zu bemängeln. Lassen sich super angenehm tragen und das Beste halt, die haben einen super tollen Klang. Richtig fetten Bass und sind noch laut dazu. Und preislich dann halt noch sehr interessant, weil sie keine 35 Euro kosten. Wer sich jetzt denkt, boah, so geile Kopfhörer hätte ich auch gern mal. Den Link dazu findet ihr im Textfeld unter meinem Video. Klickt einfach drauf. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Sagt euch tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video.